Der Schwede, boah, ist das eng. Wir sind in der Schleuse! Ich kann gar nicht runtergucken. Es riecht nach Tod. Doch von Anfang an, noch hat Matthias keine Ahnung, was ihm bevorsteht. Die Schiffe zum Urlaub machen sind sogenannte Narrowboats. Schmale Boote bis zu 23 Meter lang und nur 2 Meter breit. Einen 17-Meter-Kahn wird Matthias steuern. Der weiß noch nicht so recht, was er davon halten soll. Ich kann doch kein 17 Meter langes Boot fahren. Doch. Also, hast du einen Bootsführerschein? Hier, wir können doch, zeig mir mal hier den Redakteur, der mir hier das einbrockt. Jetzt bleib mal hier stehen. Hast du einen Bootsführerschein? Nee. Also wir drei Landratten schnappen uns jetzt hier so ein 17-Meter-Boot und schippern dann hier durch Wales oder was? Die gute Nachricht, für das Boot braucht man tatsächlich keinen Führerschein, sondern nur eine kurze Einweisung. Die bekommt Matthias von Charles Brown. Er ist Mitarbeiter einer Bootsvermietung. Matthias lernt, wie man Seile knotet, die Schiffshupe bedient und das Boot steuert. Dann kann es losgehen. Charles hilft Matthias noch beim Rangieren. Dann übernimmt unser Reporter das Steuer. Der hat noch so seine Startschwierigkeiten. Ich dachte, das mit diesem Ruderding da hätte ich gecheckt, aber habe ich noch nicht ganz gecheckt. Mit der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von gemächlichen 6 Kilometern pro Stunde steuert Matthias jetzt das Boot. Nach einiger Übung ist Charles zufrieden. Du hast die Captainsprüfung bestanden. Sicher? Ja. Wirklich? Ich fühle mich echt noch extrem unsicher. Das Boot ist so unheimlich lang. Genauer gesagt, ungefähr so lang wie ein LKW, 17 Meter. In Deutschland bräuchte man für ein solches Narrowboat einen Bootsführerschein. Hier sind nur Boote unter 15 Meter und mit maximal 15 PS ohne Führerschein fahrbar. Ja, jetzt kommt der erste richtige Anspruch, weil wir fahren durch einen Baum. Willst du ein bisschen aufpassen? Matthias schippert die nächsten Tage auf dem Llangollen-Kanal, ungefähr eine Autostunde von Liverpool entfernt. 3000 Kilometer solcher Kanäle durchziehen Großbritannien. Die wurden vor über 200 Jahren für den Transport von Gütern wie Kohle und Eisen gebaut. Anfangs zogen noch Pferde die Narrowboats an den sogenannten Treidelpfaden entlang. Schnell wurden sie aber von Dampfmaschinen abgelöst. Heutzutage werden die Narrowboats nur noch zum Urlaub machen eingesetzt. Für ungefähr 1500 Euro die Woche schippert man damit durch die schöne Natur und kleine Städtchen. So auch Matthias. Der hat aber mit dem Steuer noch einige Probleme. Ja. Erster Gegenverkehr hier, Achtung. Jetzt wird's eng. Upsala. Achtung, festhalten! Besonders Brücken und enge Stellen bereiten unserem Reporter noch Probleme. Ich orientiere mich jetzt da vorne an dieser kleinen Antenne und versuche die wirklich in der Mitte jetzt hier von dem Brückenloch zu halten. Geschafft. Dann neigt sich langsam schon der erste Urlaubstag dem Ende zu. Und damit kommt die nächste Herausforderung. Anlegen. Ich hab die Schnur vergessen. Verdammt, fahr doch mal näher ran, ich hab das Tau vergessen. Auf dem Kanal darf man nur tagsüber fahren. Nachts muss man in einem Hafen anlegen oder am Ufer sein Boot festmachen. Der hat irgendwie hier so und hat das dann irgendwie so umgedreht und hat dann einfach so gemacht oder so. Ja, dann ist es Zeit, ins Bootinnere zu gehen. Das Narrowboat hat alles, was man für einen Campingtrip braucht. Eine Sitzecke mit einer voll ausgestatteten Küche, ein WC plus Dusche und drei Betten. Und da sollte unsere Besatzung jetzt auch rein. Tag 2 wird noch einige Überraschungen bereithalten. Der nächste Morgen startet für Matthias in der Kombüse. Er kocht ein typisch englisches Frühstück. Ah, bitte schön. Richtig gut, danke. Ja, gerne, gerne. Herrlich. Ja. Gestärkt sticht Matthias mit seiner Crew wieder in See. Nach ein paar Minuten entspanntem Schippern entdeckt unser Reporter jedoch seine nächste Aufgabe.
Scheiße, die Schleuse. Alter Schwede, boah, ist das eng. Doch diesmal läuft es bei unserem Team. Das sieht gut aus, oder? Wir fahren voll rein in die Schleuse. Wow, wow. Wir sind in der Schleuse. Juhu. Ist gar nicht so schlimm. Ob sich der Matthias zu früh freut? Erstmal muss er das Schleusentor schließen. Oder muss man das gar nicht zumachen? Muss man das denn hinten zumachen? Man muss aber das hinten zumachen, sonst geht's nicht. Okay. Ich muss mir Hilfe holen. Unser Reporter ist ratlos. Eine andere Bootsbesatzung hilft. Jetzt noch Wasser in das Schleusenbecken einfüllen, Tor öffnen und weiter geht's. Und wenn die Mädels nicht da gewesen wären, hätte ich das nicht hingekriegt. War es so schlimm, also, wie du gedacht hast? Ja, war noch schlimmer. Also ich war mega hektisch, euch war das ja wieder mal völlig egal. Für Matthias ist aber noch keine Entspannung angesagt. Der steuert geradewegs auf einen Tunnel zu. Das ist jetzt echt abgefahren hier, ein bisschen wie in der Geisterbahn. Es riecht auch ganz modrig. Schon ein ganz komisches Gefühl, mit so einem fetten Kahn durch so einen schmalen Tunnel zu fahren. Bei der Konstruktion des Llangollen-Kanals hatte das Bauunternehmen einige Hindernisse zu überwinden. Unter anderem auch ein 40 Meter tiefes Tal. So, jetzt wird's spannend. Jetzt kommt hier nämlich die Mega-Brücke. Links geht's runter. Ich sehe schon den Abgrund. Ich darf auf keinen Fall da runterfahren. Mit über 300 Metern Länge ist das Pontcysister-Aquädukt ein gigantisches Bauwerk und UNESCO-Weltkulturerbe. Vor über 200 Jahren fuhren hier schon Boote 40 Meter über dem Boden, auf einer Seite sogar ohne Geländer. Wenn mir gestern einer gesagt hätte, dass ich solche Manöver mit dem 20-Meter-Boot mache, dann hätte ich gesagt, ja, niemals. Aber es sieht echt gut aus. Matthias hat die letzte große Herausforderung seines Boottrips gemeistert. 2 Tage war er mit dem Narrowboat unterwegs. Wirklich eine skurrile Urlaubsalternative. Was ist sein Fazit? Also als ich gestern da meine ersten Fahrversuche absolviert habe und wirklich richtig schlecht war, hätte ich mir niemals vorstellen können, dass das Spaß macht. Aber jetzt, nach 2 Tagen an Bord und diesen ganzen abgefahrenen Erlebnissen und diesen ganzen gemeisterten Herausforderungen, würde ich sagen, das ist richtig schön.